Hallo und herzlich willkommen bei Sprachkuchen Deutsch lernen. In diesem Video könnt ihr wieder eure Grammatikkenntnisse überprüfen. In meinem letzten Video gab es ein Quiz zu den Verben mit Präpositionen. Und wir gehen einen Schritt weiter und schauen uns heute die sogenannten Pronominaladverbien an. Auch diese könnt ihr wieder üben. Dazu gibt es auch wieder 10 Sätze und 10 Sekunden Zeit. Und was Pronominaladverbien sind, erkläre ich nach dem Intro. Bis gleich. Sprachkuku. Deutsch lernen. In diesem Video geht es also um die sogenannten Pronominaladverbien oder manch einer sagt auch Präpositionaladverbien. Was ist denn jetzt hier der Unterschied? Nun ja, kommen wir erstmal zur äußeren Form. Präpositionaladverbien bestehen, wie der Name schon sagt, aus einem Adverb. Das könnten die Adverbien da, hier oder wo sein und einer Präposition, wie etwa von oder über oder zu. Und diese Zusammensetzung bezeichnet man dann eben als Präpositionaladverb oder im Plural Adverbien. Ich bevorzuge aber den Begriff Pronominaladverb. Warum ist das so? Weil diese Kombinationen immer für etwas anderes stehen. Also sie haben Eigenschaften von Pronomen. Im Unterschied zu den Pronomen sind Pronominaladverbien allerdings nicht flektierbar. Sehen wir uns Beispiele an, um das deutlich zu machen. Sehen wir uns einmal das reflexive Verb sich beschweren an. Dieses steht mit einer Präposition. Sich beschweren über. Ein Beispielsatz. Herbert mäht zur Mittagszeit seinen Rasen. Sein Nachbar beschwert sich darüber. Das könnte natürlich in deutschen Vorgärten schon einmal passieren. Der Nachbar schiebt seine Gardine zur Seite. Herbert, es ist Mittagszeit, ich schlafe. Also Vorsicht und bitte aufpassen. Darüber ist ein Pronominaladverb. Warum? Es bezieht sich auf eine Präpositionalergänzung. Auf welche denn? Passt auf. Sein Nachbar beschwert sich über das Mähen oder über das Rasenmähen. Hier haben wir eine Präpositionalergänzung. Wir fassen uns kurz und gebrauchen ein Pronominaladverb. Wir sagen, sein Nachbar beschwert sich darüber. Man sieht also, es bezieht sich auf eine Präpositionalergänzung und in diesem Beispiel auf das Prädikat des vorangegangenen Satzes, nämlich das Mähen des Rasens oder das Rasenmähen. Ein kleiner Hinweis noch, wenn die Präposition mit einem Vokal beginnt, so wie in diesem Beispiel, gibt es noch ein R, das man zwischen das Adverb und die Präposition schiebt. Wir sagen nicht darüber, sondern darüber. Sehen wir uns noch ein weiteres Beispiel an. Sehen wir uns das Verb angeben an. Dieses steht zum Beispiel mit der Präposition mit. Angeben mit. Ein Beispiel. Wir bleiben bei Herbert. Herbert hat einen neuen Rasenmäher gekauft. Er gibt bei seinen Gartenfreunden damit an. Damit? Ja, womit denn? Dieses Pronominaladverb bezieht sich wieder auf eine Präpositionalergänzung. Es bezieht sich wieder auf das Prädikat des vorangegangenen Satzes. Ich zeige euch, worauf sich damit bezieht. Herbert gibt bei seinen Gartenfreunden mit seinem neuen Rasenmäher an. Anstelle dieser Präpositionalergänzung gebrauchen wir ein Pronominaladverb. In diesem Fall damit. Und ihr merkt schon, hier beginnt die Präposition nicht mit einem Vokal. Deshalb brauchen wir das R nicht dazwischen einfügen, sondern nehmen einfach das Adverb da und die Präposition und erhalten dann das Pronominaladverb damit. Und das wird auch eure Übung sein. Ihr seht nun 10 Beispielsätze. Und in diesen Beispielsätzen fehlt wieder das Pronominaladverb. Und dieses sollt ihr ergänzen. Ihr habt 10 Sekunden Zeit, euch zu überlegen, was passt. Als Tipp,
Schaut euch bitte immer den zweiten Satz ganz genau an. Denn in diesem zweiten Satz gibt es ein bestimmtes Verb. Und dann müsst ihr überlegen, mit welcher Präposition gebraucht man dieses Verb? Wenn ihr das wisst, habt ihr die halbe Miete. Denn jetzt müsst ihr nur noch ein Adverb hinzufügen, nämlich da. Entweder da ganz alleine, wenn die Präposition nicht mit einem Vokal beginnt. Und wenn die Präposition mit einem Vokal beginnt, müsst ihr noch ein er anhängen, zum Beispiel darüber. Seht euch nun den ersten Satz an. Die Lösung lautet: Ralf stört seine Mitschüler während der Prüfung. Seine Mitschüler regen sich darüber auf. Über das Stören regen sie sich auf. Warum haben wir übergewählt? Weil das reflexive Verb sich aufregen mit einer Präpositionalergänzung steht. Also bitte merken, sich aufregen über. Bitte achtet auch darauf, dass ihr das eher gebraucht, denn die Präposition beginnt mit einem Vokal. Darüber. Seht euch nun den zweiten Satz an und bitte auch wieder überlegt in diesen 10 Sekunden, mit welcher Präposition gebrauche ich dieses Verb normalerweise. Viel Spaß! Die Lösung lautet: Erik kann die Spinne nicht aus dem Schlafzimmer entfernen. Ich übrigens auch nicht. Er ekelt sich davor. Auch hier steht dieses Pronominaladverb wieder für eine Präpositionalergänzung, nämlich er ekelt sich vor der Spinne. Nach der Präposition steht Dativ übrigens. Und für euch nochmal, bitte merkt euch, es heißt sich ekeln vor. Seht euch nun den dritten Satz an und auch damit viel Spaß. Die Lösung lautet: Habt ihr den Wohnwagen eigentlich gekauft? Nein, wir haben uns letztlich dagegen entschieden, da der Preis zu hoch war. Also, in diesem Beispiel lautet das Pronominaladverb dagegen. Warum? Ihr habt das reflexive Verb sich entscheiden. Und dieses lautet entweder für eine bestimmte Sache oder gegen eine bestimmte Sache. In diesem Beispiel hat man sich gegen den Kauf des neuen Wohnwagens entschieden, da der Preis zu hoch war. Also, dagegen ist richtig. Seht euch nun den nächsten Satz an. Die Lösung lautet: Sie haben Probleme mit Ihrem Betriebssystem. Unsere EDV-Abteilung kümmert sich darum. Wie kümmert sich darum? Worum denn? Es geht um die Information des vorangegangenen Satzes. Um ein Problem mit einem Betriebssystem. Das ist eine Präpositionalergänzung. Und wir beziehen uns auf diese Information stellvertretend und gebrauchen dann das Pronominaladverb darum. Seht euch nun den nächsten Übungssatz an. Die Lösung lautet: Clemens behauptet, dass er zum Tatzeitpunkt zu Hause gewesen sei. Die Staatsanwaltschaft zweifelt jedoch daran. Die richtige Lösung lautet also daran. Also bitte lernen, es heißt zweifeln an. Bitte lernt dieses Verb mit der Präposition. Aber worauf bezieht sich daran in diesem Beispielsatz? Wieder auf eine Präpositionalergänzung und bezieht sich dieses Pronominaladverb auf das Prädikat des vorangegangenen Satzes? Sehen wir uns das noch einmal genauer an. Die Staatsanwaltschaft zweifelt jedoch daran,
dass Clemens zum Tatzeitpunkt zu Hause gewesen sei. In diesem Beispiel steht zunächst das Pronominaladverb und bezieht sich dann auf den folgenden Nebensatz, auf den folgenden Ergänzungssatz. Es ist also eine Art Korrelat. Seht euch nun den nächsten Übungssatz an. Sehen wir uns die Lösung an. Auf dem Weg zur Arbeit bin ich in einen Haufen Hundekot getreten. Mein ganzes Büro stank danach. In diesem Beispielsatz lautet die richtige Antwort danach. Bitte merken, stinken nach. In diesem Beispiel leider nach Hundekot. Seht euch den nächsten Übungssatz an. Die Lösung lautet: Am Wochenende soll es zu heftigen Windböen kommen. Zumindest warnt der Deutsche Wetterdienst davor. In diesem Beispiel lautet die Lösung davor. Auch hier wieder bitte merken, warnen vor. Und der nächste Übungssatz. Und wieder 10 Sekunden Zeit. Die Lösung lautet: Wenn du dich für globale Themen wie zum Beispiel Bevölkerungswachstum oder Klimawandel interessierst, sieh dir unbedingt diesen Dokumentarfilm an. Er handelt nämlich davon. In diesem Übungssatz ist die richtige Antwort davon. Und wieder bitte merken, handeln von. Und noch ein Übungssatz und wieder 10 Sekunden Zeit. Die Lösung lautet: Der Schüler hat die Frage nicht verstanden. Deshalb konnte er darauf nicht antworten. Die richtige Lösung lautet also darauf. Bitte merkt euch wieder, das Verb antworten steht mit der Präposition auf. Und worauf bezieht sich darauf eigentlich? Das Pronominaladverb darauf bezieht sich auf die Frage, die im vorangegangenen Satz genannt wird. Übrigens ist auch deshalb ein Adverb, nämlich ein Konjunktionaladverb. Allerdings unterscheidet es sich von den Konjunktionen darin, dass es auch im Mittelfeld des Satzes stehen kann. Nur als Randbemerkung. Seht euch bitte nun die letzte Übung an und auch dabei viel Spaß. Die Lösung lautet: Einige Parteien fordern Mindestpreise für Lebensmittel, um den Landwirtschaftssektor zu unterstützen. Der Handel reagiert mit Empörung darauf. Die Lösung lautet also darauf. Und das war das letzte Beispiel dieses Videos. Auch hier bitte merkt euch, das Verb reagieren steht mit der Präposition auf. Wenn ihr das wisst, kommt ihr auch mit den Pronominaladverbien besser klar. Und sollte euch dieses Quizformat besser gefallen haben, das habe ich im letzten Video auch schon gesagt, lasst doch bitte einen Daumen hoch hier und einen lieben Kommentar. Und wenn ihr noch mehr Videos in diesem Format sehen wollt, schreibt es doch bitte einfach dazu. Solltet ihr es noch nicht getan haben, abonniert unbedingt diesen Kanal und empfehlt ihn weiter, damit wir schneller gemeinsam wachsen können. Und ich freue mich wie immer auf das nächste Video für und mit euch und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao!